Dies ist die Zeit der guten Vorsätze. Das Jahr 2019 hat begonnen und ich werde dieses Jahr mit dem Rauchen aufhören, mehr trinken. Und die Ernährung umstellen. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich bin es auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles, alles Gute für dieses Jahr, dass eure Wünsche alle in Erfüllung gehen. Und ich habe mir in diesem Video mal was Besonderes ausgedacht. Jetzt ist ja die Zeit der guten Vorsätze. Doch ich werde nicht die Standardvorsätze von mir geben, die werdet ihr wahrscheinlich schon zu Genüge auf YouTube und in eurem Bekanntenkreis und so weiter hören. Damit will ich euch auch gar nicht langweilen. Was ich dieses Jahr machen möchte mit eurer Hilfe, und zwar möchte ich nicht Neujahrsvorsätze machen, sondern ich möchte monatliche Projektvorsätze machen. Um das mal zu erklären, ich nehme mir vor, in dem folgenden Monat, also in diesem Fall der Januar, bestimmte Dinge zu erfüllen. Ich sage euch, welche das sind, und am Ende des Monats bzw. Anfang Februar zeige ich euch dann, was ich dann so Schönes gemacht habe. Ich hoffe, das gefällt dann euch auch und das funktioniert auch so, wie ich mir das denke. Was habe ich mir gedacht? Und zwar, ganz zu Anfang, wenn man was planen möchte, dann wäre ein Wochenplaner ganz praktisch, habe ich mir gedacht. Und also so ein Wochenplaner, der jetzt nicht vom Datum abhängig ist, wie so ein ganz normaler Kalender, den man dann umklappt und das Datum ist drauf und so weiter, sondern so ein Wochenüberblick, den man dann so abreißen kann, ein bisschen wie ein Blog. Da gibt es sehr viele schöne im Internet, habe ich gesehen, viele Illustratoren machen das. Und dann dachte ich mir, machst du auch mal einen, und zwar in deinem eigenen Stil. Das heißt, im Moment ist so Pastell und Kalligrafie und was nicht alles, ist gerade im Moment sehr in. Ist nicht so ganz mein Ding, deshalb mache ich auch was anderes. Also es wird auf jeden Fall in meinem Stil, ob das jetzt lauter Schädel werden oder Raben oder was auch immer, wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, diesen Monat mache ich diesen Wochenkalender fertig. Was habe ich mir noch ausgedacht? Genau. Einige haben es auch schon erwähnt und mich gefragt. Ich habe ja dieses im Oktober die Inktober Challenge gemacht, wo ich prähistorische Tiere gemalt habe mit Videos, und habe ich euch auch gezeigt auf Facebook und Instagram. Da wollte ich eigentlich ein Buch draus machen. Ist bis jetzt nicht passiert, ist halt liegen geblieben. Das möchte ich im Januar fertig machen. Also das gedruckte Buch wird wahrscheinlich dann noch nicht fertig sein, aber zumindest so weit fertig, dass ich es in die Druckerei abgeben kann, und das wird da was Schönes draus machen. So, Punkt Nummer 3. Ich habe eine Online-Klasse angefangen, also einen Online-Kurs für Illustratoren und Künstler, und zwar bei Schoolism. Das ist die Online-Schule von Bobby Chiu. Einige von euch werden den bestimmt kennen. Da gab es jetzt zum Ende des Jahres ein ganz gutes Angebot für ein Jahresabo. Das habe ich abgeschlossen, und da habe ich einen Kurs belegt zu Environmental Design, also Umgebungen, Landschaften, ja, das liegt mir überhaupt nicht. Also wenn ich was mache und einen Hintergrund mache, dann ist der extrem einfach und ist halt einfach so, weil ich damit nicht gut umgehen kann. Das wollte ich mal, da wollte ich meine Kenntnisse mal ein bisschen auffrischen und verstärken, und daher habe ich den Kurs besucht, und ich habe mir vorgenommen, dann halt im Januar dort die Kurse 1 bis 4 zu machen. Das heißt, jede Woche einen Kurs, also eine Folge. Der Kurs besteht insgesamt aus 9 Folgen mit einem 90-minütigen Kurs und mit einer passenden Hausaufgabe dazu. Da möchte ich jetzt die ersten 4 Teile gerne von schaffen im Januar. So, das ist jetzt mehr was Ungewöhnliches, finde ich. Ich gebe zu, ich nutze da so ein bisschen den positiven Gruppenzwang aus. Der funktioniert bei mir eigentlich ganz gut, weil ich habe festgestellt, dass diese Challenges, wie zum Beispiel Inktober oder was habe ich vorletztes Jahr gemacht, da habe ich mir die Challenge, also die Aufgabe auferlegt, jeden Tag eine Skizze zu machen und zu posten, und das ist mir auch gelungen. Also ich 365 Stück
Und das funktioniert sehr gut, wenn ich das in den sozialen Medien ankündige. Ihr habt da was von, ihr könnt ständig was Neues sehen von mir und ich habe da was von, weil ich fühle mich da natürlich verpflichtet, euch das dann auch zu zeigen. Ne? Weil wenn man sowas ankündigt, dann muss man das auch machen. Ja, also soweit die Idee, die monatlichen Illustrationsvorsätze. Ich hoffe, wir sehen uns Anfang Februar mit diesem Thema wieder. Dann kann ich euch zeigen, was nun alles passiert ist, was ich gemacht habe. Der Wochenplaner, das Dino-Buch und der Kurs von Schoolism Environmental Design. Und dann werde ich im Februar neue Ideen vorschlagen. Ihr könnt natürlich auch gerne was vorschlagen in den Kommentaren, wenn ihr eine Idee habt, weil es sind viele Projekte noch auf Halde. Die apokalyptischen Reiter, die ich angefangen habe. Was gibt's noch? Also, das Mitsubishi. Kennen vielleicht einige von euch die kleine Monsterkatze, die ich gezeichnet habe. Ist auch im Moment nicht viel passiert auf der Seite. Naja, wie gesagt, es gibt genug. Vielleicht habt ihr auch noch eine ganz andere Idee. Es würde mich freuen, wenn ihr da ein, zwei Kommentare zuschreibt. Und wenn alles glatt läuft, sehen wir uns Anfang Februar wieder. Bis dann. Ciao.